Ist ja wieder klar, Alter. Ist ja wieder klar. Bei dem, der lübt das ja immer. Alter, der schmeißt die Ruten raus und der Lachs, der lübt, oder was? Na, ist das nicht der Hammer? Egal, wo ich mich hinsetze, zack, bis, bis, bis. Und wie ist das bei dir so? Auch ständig hier, zack, ein Fisch nach dem anderen, oder was? Wahrscheinlich nicht, ne? Bei mir ist das übrigens auch nicht so. Ich meine, nur weil man halt in den Videos hier sieht, dass es lübt. Ich meine, ich nehme ja auch keine Videos auf, wo es nicht lübt. Wäre ja auch ein bisschen langweilig. Wobei das ja auch ein paar Mal schon der Fall war, wo ich sagte, komm, jetzt gehen wir da mal hin. Probieren wir mal aus. Und dann am Ende war es leider nix. Ja, passiert. Äußerst selten. In der Regel nehme ich natürlich auch irgendwie Sachen auf, wo ich weiß, da lübt der Lachs. Oder was auch immer. Ja, oder man hockt sich einfach irgendwo hin und probiert einfach aus und versucht dann das, was man da fängt, einfach ein bisschen zu optimieren. Einfach mal gucken, ob man nicht das, was man da gerade rausgezogen hat, blank, vielleicht noch ein bisschen spezieller, gezielter rausziehen kann. Beispiel jetzt hier an der Stelle. Ich habe mir gedacht, Alter, probier mal aus. Hingegangen, drei kleine Ruten genommen, drei unterschiedliche, sehr kleine Haken genommen. Das heißt, ich war mit dem 20er, 18er und ich glaube mit dem 12er unterwegs und habe verschiedenste Köder rausgeschmissen. 5, 6 verschiedene Köder, immer ein bisschen getestet. Jetzt hier zum Beispiel Köcherfliegenlarve, ging hier gar nichts dran. Und Güster sind ab und zu reingegangen, gerne auch auf, halt, werfen wir ein bisschen weiter, gerne auch auf, hoppala, Alter, was peitscht denn da rein? Alter. Auf Kaster sind ein paar Güster reingegangen, aber die waren alle zu klein. Und dann hatte ich irgendwann mal kommen gesagt, mach mal hier einen Teig drauf, Perlengraupe, zack, auf einmal eine Döbel. Was haben wir jetzt da dran? Zieht, 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 oder? Hakt es schon? Nee, noch nicht gehakt richtig. Ich gucke ja immer auf die Schrift, ob die hier anfängt zu zuppeln und zu wackeln. Gerade auch bei Döbel, die legen sich manchmal einfach nur auf den Grund und bewegen sich gar nicht. Und nach so einem heftigen Zuppler war das wahrscheinlich schon im Biss und abgeflutscht. Wobei, ich habe hier einen 12er Haken, das ist ja kein Monster. Naja, ich zuppel mal ein bisschen dran. Oh, das war eine Muschel. Könnte auch eine Muschel gewesen sein. Dass da so eine kleine Raketenmuschel dran gegangen ist. Gerade wenn die Schnur halt so ewig weit woanders liegt. Muscheln gibt es ja auch ganz gut. Hier am Voltio bin ich. Falls ihr es noch nicht entdeckt habt und da erkannt habt, wo es ist. Ich zeige es mal eben kurz auf der Map. Also ganz oben hier, direkt hier vom Start, kurz hier durchlaufen, wo der schrottige Kahn ist. Und an dem schrottigen Kahn hier in dem Bereich geht eben auch immer mal wieder was. Zum Beispiel eben auch die Z-Fische. Sowas hier wie so ein Zobel oder so eine Zope ist gar nicht schlecht. Allerdings auf Perlengraupe, stand ich hier glaube ich noch nie mit der Perlengraupe auf Z. Deswegen habe ich hier zum einen probiert mit verschiedenen kleineren Ködern. Hat nicht gut funktioniert. Was bisher ganz gut funktioniert hat, waren die Döbel auf Perlengraupe. Allerdings sind die tendenziell erstmal auf kleinere Haken reingeballert. Und da habe ich gedacht, alles klar, wie optimiere ich jetzt diesen Döbel? Wir wollen ja nicht die kleinen, wir wollen ja die dicken Brocken. Und dann bin ich dran mit Perlengraupe auf Viererhaken, auf Sechserhaken. Nix. Hat also nicht geklappt. Jetzt gerade wieder zurück, immer noch mit der Perlengraupe. Das ist jetzt gerade die Situation. Immer noch Perlengraupe, 12er-Haken. Was haben wir hier? Auch nochmal 12 und auch nochmal 12. Genau, dreimal auf dem 12er-Haken. Und ja, einfach mal gucken, ob da was geht. Oder auch einfach mal gucken. Ich meine, einen können wir schon mal wieder tauschen. Denn
Testen ist halt das A und O. Sonst kriegst du einfach keine Spots raus. Und das Schlimme ist, in manchen Tagen, an manchen Tagen ist es so, ich nehme einfach mal einen Regenwurm, da schmeißt du halt oder da fängst du eben auf an manchen klassischen Spots mit ganz wilden Ködern. Von daher, dieses Ködertesten ist halt das A und O. Und ich kriege das ja ständig mit im Chat, in-game, per Whisper, per Discord. Es läuft nichts. Ja, ändern. Rumprobieren. Ja, ich habe gelesen, da soll man so und so angeln. Alten. Rumprobieren, Köder wechseln, Hakengröße wechseln, Spot wechseln. Wenn alles nichts hilft, hockt man sich halt keine 3 Stunden an eine Stelle und sagt, ja geil, Alter, hier soll aber gehen. Ja, wenn nicht geht, dann geht halt nicht. Von daher, den Arsch bewegen und was machen. Gucken, zum Beispiel alte YouTube-Videos gucken, die können auch, keine Ahnung, 2 Jahre alt sein. Was sind da für Spots, welche Köder haben da anomuftig mal funktioniert? Und dann macht man die Map mal auf, gerade hier am Volcho. Und dann geht man mal, wie gesagt, hier hin. Oder man geht mal hier hin. Oder man geht mal hier hin, zum Beispiel gerade für Aal oder sowas. Oder eben hier oder hier oder hier. Es gibt Stellen ohne Ende. Wenn man halt so unkreativ ist, beziehungsweise wenn man es so eilig hat, dass man schnell Geld verdienen will, naja, rumprobieren. Hilft alles nichts. Ohne rumprobieren kommst du auf keinen grünen Zweig. Ich teste jetzt hier zum Beispiel auch schon, wie lange bin ich jetzt hier? Auch schon 1/2 Stunde wieder. Bisher bin ich semi zufrieden. Wie gesagt, mit den Döbeln bin ich schon ganz zufrieden. Jetzt ist halt die Frage, was passiert hier noch? Ich teste weiter verschiedene Köder. Und wenn das hier jetzt nicht irgendwie noch Ergebnis bringt, dann ist mein nächster Schritt hier vorne. Zweite Mal testen übrigens an der Stelle. Das ist da vorne auf der Map hier. Das ist 71-100. Eine ganz klassische, uralte Stelle, wo ich bestimmt auch schon 12 Videos zugemacht habe. Und an der Stelle, nehmen wir mal die normale Made. Und an der Stelle lief die Tage auf Regenwurm. Die zerrte ganz gut. Nicht so mega gut, aber ich sag mal, 100, 150 in der Stunde hat man locker mal machen können. Also das sind halt so Stellen, so Safe Spots. Da geht es nicht darum, dass man auf einmal die Millionen macht, sondern dass man sagt, okay, jetzt ein bisschen entspannt angeln, vielleicht im Idealfall auf Frequenz, damit man auch mal wieder ein bisschen Laude hat an dem Ganzen. Und dann ballert man einfach mal auf Frequenz ein paar Routen rein. Halt, maximal auswerfen wollte ich ja hier. Ein paar Routen rein und zieht einfach auch mal raus, so die kleineren und mittelprächtigen, bis es dann mal wieder einen geilen Spot gibt. So, ich würde sagen, ich teste hier jetzt noch ein bisschen und dann teste ich tatsächlich am besten direkt hier im gleichen Video auch nochmal hier diesen Spot. Stelle ich mich gleich hier nochmal hin und dann gucken wir, was da geht. Tja, das ist geil. Gerade die Lampe aufgestellt und sofort geht es los hier. Gerade erst ausgeworfen, alle 3 Routen. Also, ich bin gerade dann mal los an diese Stelle. Auch hier gleiches wie mit dem anderen Spot. Hingegangen, natürlich ohne Futtermische und allem drum und dran, weil wir wissen ja noch nicht, worauf es geht. Wir schmeißen erstmal nur die Köder rein und gucken, welcher Fisch ist am Spot. Hier vielleicht sogar jetzt Kaulbarsch oder so oder eine Muschel, wäre auch nicht schlecht. Und dann mitnehmen. Siehste, Kaulbarsch. Gerne in maßig, dann auch gerne viel davon. Und dann natürlich auch immer so ein Dingen, gucken, was geht denn überhaupt an dem Gewässer, wo ich hin will? Oder wo ich mir denke, Alden, heute gehe ich mal an dem und dem Gewässer und da will ich jetzt aber mal auf jeden Fall mit der Pose rumhantieren. Es ist halt nicht an jedem Gewässer so sinnvoll. Mit allen Angelmethoden. Kaulbarsch, geil, Alter. Mehr davon auf dem Regenwurm. Das wäre jetzt schon so ein Ding. Da würde ich zum Beispiel schon eine Nacht mich hinstellen hier mit dem Regenwurm und durchziehen. 70 Gramm Kaulbarsch, mega.
Jetzt halte ich hier natürlich das Ding schon mal im Blick. Hier bimmelt es jetzt schon zweimal. Hier bimmelt es jetzt auch schon das zweite Mal. Hier auf Borkenkäferlarve noch gar nicht. Da habe ich nicht mehr lange Geduld mit. Das heißt, der Lümmel fliegt gleich raus aus dem ganzen Sortiment. Zack, zack, nächster Köder. Wir haben noch keine Zeit, um hier rumzustehen, Alter. Kriegst ja einen platten Arsch von allen. Hockst hier die ganze Zeit am Rechner und denkst dir, Alter, hier läuft ja nichts. So, Rotauge, tendenziell gar nicht schlecht. Hier bimmelt es schon wieder. Zack, next. Auf dem ollen Regenwurm. Ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen schon einfach nur Regenwurm, 12er Haken auf einige Zerten. Danach nochmal weiter getestet mit einem, nehmen wir mit, 600 Gramm, voll okay. 4er Haken natürlich, 6er Haken und 4er Haken auch wieder getestet. Gerade für die Zerte durchaus okay. So, jetzt ist hier nichts passiert die ganze Zeit. Also reinziehen, beziehungsweise ich muss auch gleich mal gucken. Doch, da ist sogar schon wieder ein Biss dran gewesen. Ich hatte halt die Bremsen wieder verkehrt eingestellt, glaube ich. Den ziehen wir mal eben rein. Aber es passt, glaube ich, doch von den Bremsen. Ich bin hier mittelprächtig auch wieder unterwegs, ne? 6, irgendwas an Vorfach. Wenn man jetzt speziell auf Zerte geht, würde ich, glaube ich, ja, vielleicht eher so in Richtung 3, 4 Kilo Vorfach gehen. Eher ein bisschen feiner. So, den ziehen wir jetzt hier raus. Und dann kommt hier der nächste Köder dran. Übrigens nachts aufpassen, sowas mit dem Tauwurm und so. Das triggert auch ab und zu mal Erbsenbrei. Triggert auch ab und zu mal dann Quappen oder Welse. Jetzt vor kurzem noch einen fetten Wels hier. Was heißt einen fetten? Für das Setup einen viel zu fetten Wels. 6 Kilo Wels auf 4er Vorfach. Da muss man schon eine ganze Weile dran rumkurbeln. So, auch hier natürlich wieder reingucken. Immer gucken, flackert hier der Text. Solange das vom Game noch so schön angezeigt wird, unfreiwillig höchstwahrscheinlich, nutzen wir das natürlich aus. Immer wenn der Text flackert, ist halt der Biss. Ja, und dann geht das halt so weiter, ne? Köder testen, Köder testen, Köder testen. Im Idealfall alles maßige Fische mitnehmen. Und dann ist das gut. Ich denke mal, gerade hier unten die Döbel, die werden ganz gut reinhauen. Keine Ahnung, 3, 4, 4, 5 Silber. Aber dann eben auch die Rotaugen so im Kilobereich. Alles, was da ein bisschen schwerer ist mit 2, 3 Silber. Das ist halt gar nicht verkehrt, da macht es halt die Masse. Hier in dem Bereich muss ich dann bei den Unmaßigen, muss ich natürlich mal gucken, wie es dann auch da wieder aussieht für Köderfische. Köderfisch-Güster, wenn man da Bock drauf hat, wo ich jetzt zuletzt war, da sind einige Güster reingerasselt. Hier jetzt tendenziell eher die Rotaugen, die wollen wir nicht. Ändere ich, ich hatte hier gerade Erbsenbrei, jetzt nehmen wir einfach mal, ach komm, nehmen wir einfach mal einen Mais, eine Erbse, ich nehme mal eine Erbse, vielleicht geht auch hier nochmal ein Döbel drauf. Und ich könnte dann natürlich auch nochmal die, oh, vielleicht eine Brasse, die Grashüpfer oder sowas verwenden. Also eine Vielzahl von Ködern und der Punkt wäre ja natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wenn ihr schon sagt, keine Kohle, keine Kohle, einfach mal auch die Köder verwenden, die ihr so rumliegen habt. Nicht immer sagen, oh, neuer Spot, neuer Köder, ja warte mal, ich gehe erstmal shoppen. 200 Silber ausgegeben, 50 Silber eingenommen, ist halt nicht so geil. Und dann am besten noch bei schlechtem Wetter, oh ja, fuck, ich muss aber noch viel trinken, ich brauche auch noch ein bisschen Alkohol für gute Laune und essen muss ich auch noch. Alles halt Mist, macht halt irgendwie keinen Sinn, sondern das nehmen, was man hat, rumprobieren, Spots wechseln, durchziehen, next. So, Regenwurm tauschen, zu wenig Frequenz, hier nehme ich nochmal Caster, hatte ich an der Stelle hier noch nicht, raus damit. Zack, oder einfach mal hier diese, wie heißen sie, hier die Köderboxen, zack, Köderbox gekauft, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Detail jede Menge Gedöns drin oder zweimal die Köderbox gekauft, sind 60 Köder pro Sorte. Da hat man erstmal für die nächsten Tage genug zu tun. Alles schön verangeln und diese Köderbox zu Silber machen. Zack, läuft sofort los. Hier läuft es auch noch los.
Sehr gut. Erbsenbrei ist gerade ein bisschen Flaute. Aber Kaster sieht auch schon wieder gut aus. Und selbst hier auf der ollen Erbse, Alter, geht auch was rein. Und zack, dann geht der Erbsenbrei runter. Wieder Rotauge. Wie gesagt, gar nicht schlimm. Mit dem Rotauge. Verteufelt das Rotauge nicht. Und so weiter und so weiter. Ja, also, so sieht es aus. Wir gucken natürlich gleich nochmal kurz rein in das Café. Warte mal, ich ändere hier nochmal auf Mais. Erbse hatte ich. Dann machen wir jetzt nochmal eben Maisbrei. Max raus. Zack. Vom Setup hat man das schon gesehen hier. Setup relativ simpel wieder zusammengebaut. Ob das jetzt eine Feeder ist oder jetzt hier die Winkelpicker für die kleinen Fische. Shitty Gall. Das, was du gerade hast. Und gerade wenn man so im Bereich ist von Level 20 und das ganze Kleingedöns irgendwie durch hat und sich denkt, Alter, jetzt bin ich schon Level 20, habe immer noch keine Kohle für eine Alpha oder für eine HSV. Hier hinstellen, zack, Kleinzeug reinziehen. 6,4er Vorfach. Ja, 12er Haken, gib ihm. Und Leute, hier läuft es. Und es läuft und es läuft. So, rausziehen. Ich ziehe noch ein bisschen und dann gucken wir kurz rein, was das ganze Gedöns denn hier so gebracht hat. So, und dann sind wir wieder zurück hier am Fischmarkt. Ja, und was haben wir dann jetzt hier für ein Ergebnis? Ist das jetzt hier der absolute Oberburner oder nicht? Oder hat es einfach nur Frequenz gebracht? Köderfische und weiß der Geier was? Gucken wir rein. 61 Tacken. Ist 61 Tacken mega viel? Nö. 61 Tacken ist nicht mega viel. In der ganzen Zeit mit dem ganzen Rumgeteste hätte man mehr optimieren können, absolut richtig, aber nichtsdestotrotz hat man halt verschiedene Spots und Stellen und wieder Köder kennengelernt und ausprobiert und hat festgestellt, Alter, ich kann auch einfach mal mit einem ollen Perlengraupenbrei auf Döbel oder auf Zobel gehen, heißt also fürs nächste Mal, wenn da mal so ein Spot wieder benannt wird, probiert man einfach mal wieder andere Köder aus. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, in Gänze ist das ganz okay. Ich baue jetzt hier natürlich noch ein paar Köderfische draus, damit ich das weiter verwenden kann, das Gedöns. Ja, Kopf hoch würde ich sagen. Lasst den Kopf halt nicht oder steckt den Kopf nicht in den Sand. Es bringt halt nichts, rumzujammern und stundenlang an einem Spot zu sitzen und zu sagen, es geht hier nichts. Rumprobieren, Köder wechseln, back to the roots. Einfach mal auf Giebel und Karauschen. Solche Viecher gehen immer. Jetzt aktuell frische Woche wieder. Neues Glück beim Don Kaulbarsch. Immer wieder probieren. Und dann lüppt das auch irgendwann. Petri, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder im nächsten Video.